Was du tun solltest, wenn die Frau kein Interesse mehr zu haben scheint, beziehungsweise wenn es so scheint, als würde sie sich zurückziehen. Hey, willkommen zurück zu einer Frage, die ich häufig gestellt bekomme, die sich ungefähr immer in diese Richtung bewegt. Hey, was soll ich denn machen, wenn die Frau sich nicht mehr meldet, wenn die Frau sich nicht sicher ist, wenn die Frau oder vielleicht auch meine Freundin auf mich zukommt und sowas sagt wie, hey, ich bin mir nicht sicher, ob das noch Sinn macht, ich weiß nicht, ich brauche vielleicht ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Wie geht man da am besten vor? Was macht man am besten, um A, selbst damit am besten klarzukommen, aber vielleicht auch B, um dafür zu sorgen, dass das Ganze dann am wahrscheinlichsten auch wieder funktioniert, dass du sie sozusagen zurückbekommst. Das kann sich jetzt auf diese Ex-Thematiken beziehen, Ex-Zurück-Thematiken, aber auch auf, also es muss nichts mit Ex-Freundin zu tun haben, es kann eben auch eine ganz normale Affäre von dir sein, die vielleicht ja, sich nicht ganz sicher ist, ob sie das weitermachen will oder sich generell nicht sicher ist, ob sie dich treffen will in dem Moment, die vielleicht vorher mal absagt im Sinne von, ah, ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass wir uns treffen, X, Y. Und dahingehend hat sich meine Meinung zur Vorgehensweise etwas verändert und deswegen möchte ich hier ein neues Video dazu machen. Und da hat mich tatsächlich ein Zuschauer darauf hingewiesen, der meine alten Bücher, wie zum Beispiel das Ex-Zurückbuch, gelesen hat. Und rein von dem, was in dem Ex-Zurückbuch drinsteht, ja, das funktioniert schon. Ich stehe nur nicht mehr ganz dahinter, deswegen möchte ich das hier an dieser Stelle einmal erneuern sozusagen. Aber wie gesagt, das bezieht sich nicht nur auf das Ex-Zurück-Thema. Also ich sehe es generell so, wenn eine Frau nicht mit dir sein möchte, dann solltest du sie einfach gehen lassen. Simple as that. Na, egal, ob es jetzt deine Ex-Freundin ist, egal, ob es irgendwie die Frau ist, die du ein bisschen datest und die sich nicht sicher ist, ob sie dich wiedersehen will. Gut, wenn sie sich nicht sicher ist, ob sie dich wiedersehen will, dann soll sie halt gehen und soll sich sicher werden, ob sie dich wiedersehen will. Und wenn sie dich dann wiedersehen will, dann kann sie ja gerne wiederkommen. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Und das ist die Einstellung, die man meiner Meinung nach adaptieren muss. Also weg von diesem Manipulieren, weg von diesem Rumtaktieren, weg von diesem, ja, ich mache jetzt Schritt Y oder Schritt X, dann klappt das, ich setze sie mit anderen Frauen in Konkurrenz, dann wird sie eifersüchtig und dann kommt sie zurück zu mir. Verstehe mich nicht falsch, das sind Sachen, die funktionieren schon. Ne, ist nicht so, dass das nicht funktioniert, das ist schon korrekt, dass das funktioniert, ne, so ist es nicht. Die Frage ist einfach nur, ist das wirklich die Entwicklung, die du nehmen möchtest als Mann? Es ist nicht meine Entwicklung, die ich nehmen möchte. Und ich meine das nicht vorwurfsvoll, ich meine das im Sinne von, ist es das, was du wirklich möchtest? Frag dich das. Ich habe für mich festgestellt, dass ich das nicht möchte. Und ich glaube, beziehungsweise bin mir ziemlich sicher, dass diese Vorgehensweise, die ich nenne es mal manipulierende Vorgehensweise, sehr schlecht für dein eigenes Selbstbewusstsein, für dein eigenes Selbstvertrauen ist. Weil du dir halt immer sagst, auf irgendeiner Ebene bin ich nicht gut genug, deswegen muss ich Manipulationstechniken anwenden, um das zu bekommen, was ich will. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich gut genug bin, wenn ich das Gefühl habe, dass alles in Ordnung ist und dass ich auch so oder so tolle Frauen kennenlerne und kennenlernen werde, dann kann ich eine Frau auch ohne Probleme gehen lassen. Dann kann ich ihr auch ohne Probleme den Raum geben. Und meiner Meinung nach ermöglicht das, oder ist das die wahrscheinlichste Art und Weise auch, wie die Frau zu dir zurückkommt. Wenn sie halt merkt, oh mein Gott, der gibt mir Raum, wenn ich Raum brauche. Der rastet nicht aus, wenn ich einmal weg bin. Der kommt damit gut klar. Der ist da in einer gewissen Unabhängigkeit. Was nicht bedeutet, dass du sie nicht magst oder dass du sie vielleicht nicht sogar liebst und sie gerne in deinem Leben haben möchtest. Aber du erkennst halt, okay, die Frau wird nicht das sein, was mir am Ende des Tages die Zufriedenheit und das Glück gibt. Zumindest nicht nachhaltig. Das ist eine Sache, die du mehr mit dir selbst ausmachen musst. Und deswegen ist es meiner Meinung nach am wichtigsten, dass du da immer dich selbst zuerst kommen lässt. Immer sagst ich bevor die Frau. Zumindest in solchen Situationen, wenn es darum geht, ne, dass du ihr entweder hinterher rennst oder sagst, geh, mach dein Ding, komm zurück zu mir, wenn du bereit bist. Und wenn nicht, dann komm nicht zurück. Ich habe lieber eine Frau, die mir ganz klar sagt, sie kommt nicht zurück, als eine Frau, die sich die ganze Zeit unsicher ist und die ich rummanipulieren muss, damit sie vielleicht gerade noch so bei mir bleibt. Das tut mir selbst nicht gut und das tut dir nicht gut. Und deswegen würde ich dir von solchen Vorgehensweisen ganz stark abraten. Lass sie einfach gehen. Und wenn du nicht diese Selbstsicherheit hast, dieses Wissen, dass du andere Frauen kennenlernen kannst, dann solltest du vielleicht mal anfangen, andere Frauen kennenzulernen. Dann solltest du vielleicht mal dieses ganze Frauen im Alter kennenlernen Ding lernen. Kannst es bei mir lernen. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und du lernst es alleine. Dauert es länger. Man sollte das einfach lernen, damit man sich sicher sein kann. Okay, was auch immer passiert, ich werde Frauen in meinem Leben haben. Das ist das, was man auch in der Pickup-Community immer als Bedürftigkeit auslegt. Und es ist auch irgendwo Bedürftigkeit. Es ist dieses, oh mein Gott, ich kann nicht ohne dich leben. Und das ist keine besonders attraktive Sache. Und wie gesagt, wir wollen es nicht zur Manipulation machen, aber wir wollen es machen. Du solltest diesen Schritt gehen,
für dich selber, damit es dir selbst gut geht, damit du dir selbst in die Augen schauen kannst und sagen kannst, alles soweit in Ordnung. Damit du mit dir selbst im Reinen bist. Das ist das Wichtigste, das muss immer das Wichtigste sein. Und diese Message, die muss ankommen. Du vor der Frau. Dein Wohlbefinden erstmal vor dem Wohlbefinden der Frau. Wenn es dann später deine Frau ist und du mit deiner Familie hast, dann ist es okay, dann können sich die Prioritäten auch anders verschieben. Wobei es immer noch so sein sollte, dass du deine eigene erstmal Nummer eins bist. Weil wenn du dich nämlich selbst kümmerst im ersten Schritt, dann kannst du dich nicht um andere kümmern. Das wird nicht funktionieren. Du brennst aus. Du musst immer erst gucken, dass es bei dir selbst passt. Natürlich im richtigen Rahmen. Aber das ist ganz wichtig. Lass die Frau einfach gehen. Sag ihr, kein Stress, kein Problem. Entscheide dich ganz entspannt, guck dir das alles an. Wenn ja, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Und du wirst merken, wenn du das machst, wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du auch in Ordnung mit diesen Sachen. Früher wäre ich damit nicht in Ordnung gewesen, mittlerweile bin ich es. Das ist das, was ich den Frauen kommuniziere. Ich kommuniziere den Frauen, ja oder nein. Entscheide dich, alles gut. Nimm dir deine Zeit. Komm wieder, wenn du wiederkommen willst. Lass es, wenn du es nicht machen möchtest. Und dann war es das auch für mich. Dann ist es auch in meinem Kopf abgehakt. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Denn wenn du anfängst zu manipulieren, dann musst du dich halt immer wieder fragen, okay, wo stehe ich gerade? Was wäre der nächste Schritt? Was mache ich jetzt am besten? Wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt auf der Manipulationsleiter? Das hört niemals auf. Du musst dir immer überlegen, okay, wo stehe ich gerade? Sollte ich mich lieber ein bisschen entfernen? Oder kann ich gerade ein bisschen näher kommen? Was soll ich machen? Was ist taktisch am klügsten? Alles, was sie schreibt, alles, was sie zu dir sagt, musst du irgendwie einordnen. Was könnte das bedeuten? Ist es ein Schritt in die richtige Richtung oder muss ich mehr Abstand machen? Sollte ich ein Freeze-Out machen oder noch ein paar Nags? Du musst dir mal überlegen, was muss jetzt passieren? Und das kostet dich unglaublich viel Kraft und ich kenne das, weil ich das früher selbst so gemacht habe. Ganz lange, ganz viele Jahre habe ich das gemacht. Und das kostet dich deine gesamte Energie, die du dann für andere Sachen nicht zur Verfügung stehen hast. Und dann hast du keine Möglichkeit, dich zu dem Mann weiterzuentwickeln, der du sein kannst. Dann bleibst du als Mann in deiner Entwicklung zurück. Dann verlässt dich die Frau und du stehst an einem richtig blöden Punkt, weil du dich nicht um dich selbst gekümmert hast, weil du eben gedanklich ständig mit Manipulation beschäftigt warst. Ich kenne das aus meiner letzten Beziehung. Ich habe das da viel gemacht. Und das war echt scheiße. Für die Frau genau wie für mich. Dass das natürlich der anderen Person gegenüber sehr unfair ist, muss ich natürlich dazu sagen. Das ist nicht der Punkt, worum es jetzt hier geht, aber das ist ganz klar auch so. Aber es ist so schädlich gewesen für mich. Es hat mich so viel gekostet. Bis ich dann irgendwann an den Punkt angekommen bin, zu sagen, okay, ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Das war alles, was in meinem Kopf war. Alles war, okay, wie kannst du es hinbiegen? Was machst du jetzt am besten? Welcher Trick? Welche Taktik? Nichts anderes war mehr in meinem Kopf. Ich habe keinen Raum gehabt für andere Sachen. Und ich war super unglücklich damit. Und meine Partnerin auch. Das war dumm. Deswegen weg von der Manipulation. Lass sie einfach gehen. Es gibt auch diesen berühmten Spruch so, lass sie gehen, wenn sie zu dir zurückkommt, ist sie für immer deins. Das ist natürlich auch Quatsch, nur weil sie zu dir zurückkommt, ist sie halt nicht immer deins, aber die Idee trifft es ganz gut. Im Sinne von, lass sie einfach gehen und wenn es so sein soll, kommt sie dir zurück. Also da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ich dieses Mindset mit der Zeit entwickelt habe und dir das auch nur empfehlen kann, dass das am Ende des Tages immer alles so sich ausspielt, wie es sein soll. Wenn diese Frau geht und ich sie nicht wiedersehe, dann hat es wohl nicht sein sollen, dann ist es auch in Ordnung. Ich bin dann auch froh damit, dass es nicht... Es ist schwer zu erklären, es ist so ein Glaube an etwas Höheres, sage ich mal. Ich habe das in einem Video schon mal erwähnt. Im Sinne von, ich nenne es jetzt mal das Universum wird sich schon darum kümmern. Oder das Leben kannst du es auch nennen, du kannst es auch Gott nennen, wie du es nennen möchtest. Das wird sich schon darum kümmern. Das wird schon passen am Ende des Tages. Wenn sie nicht bleibt, dann hat sie wohl nicht bleiben sollen. Aber ich bin absolut überzeugt davon, dass es dann wieder eine neue kommt. Und das ist immer wieder so. Und das gibt mir halt die Entspanntheit, mich zurücklehnen zu können in meinen Interaktionen mit Frauen. Und das finden die Frauen dann wieder toll an mir. Und deswegen raus aus diesem Scarcity-Denken, raus aus diesem, oh mein Gott, wenn das mit der nicht klappt, dann war es das Denken. Wenn das mit der nicht klappt, dann hat das nicht klappen sollen. Gib dein Bestes, aber wenn es nicht klappt, dann lass es. Die passende Frau kommt schon, wenn du dich um kümmerst, das ist ganz wichtig. Ich sage nicht, die passende Frau kommt schon, leg dich auf deine Matratze zu Hause und mach nichts mehr. Ich sage schon, kümmere dich drum. Aber dann wird sich das schon selbst aussortieren. Wenn du unterwegs bist, wenn du Frauen kennenlernst, Frauen ansprichst, Frauen datest, das wird sich selbst passend aussortieren. Verlass dich drauf. Und es kann sein, dass du in dem einen Moment Frauen bekommst, die
für die eigene Entwicklungsstufe für dich gut sind. Dass du erstmal eine ungesunde Beziehung führen musst, um zu erkennen, dass du ungesunde Beziehungen führst, um dann eine gesunde Beziehung führen zu können. Das macht in dem Moment vielleicht gar keinen Sinn. Wieso ist die Beziehung jetzt so? Die ist ungesund. Aber wenn du es dann später siehst, von dieser Warte aus, von einem späteren Punkt, dann merkst du, ah, okay, das war meine Lernerfahrung. Deswegen hatte ich diese ungesunde Beziehung. Alles macht im Nachhinein Sinn. Nicht in dem Moment, wo du drin bist. Manche Dinge machen in dem Moment, wo du drin bist, absolut keinen Sinn. Aber glaub mir, die machen danach einen Sinn. Das kannst du für dich mal zurückkonstruieren. Überleg dir mal die Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Haben die am Ende des Tages Sinn gemacht irgendwo im größeren Picture, im größeren Bild? Meistens ja. Oder es ist nur eine Einstellung, die ich persönlich adaptiert habe. Aber sie hilft mir sehr. Sie gibt mir die Möglichkeit, Frauen gehen zu lassen. Und dann kommen sie auf überraschende Weise auch sehr, sehr oft wieder. Und wenn nicht, dann lerne ich halt andere Frauen kennen. Schön, dass du dabei warst. Links neben mir, abonnierst du den Channel noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich für einen der neuen Coaching-Plätze im neuen Jahr bewerben. Ein paar sind fürs letzte Jahr, also für dieses Jahr auch noch offen. Hier geht es zu weiteren Infos zu deinem Erfolg mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wie immer wieder. Bis dahin. Ciao.